Koblenz Ende 1918. Diese gut gelaunten Soldaten am deutschen Eck sind amerikanische Offiziere. Das deutsche Kaiserreich ist besiegt, die Waffen schweigen. Amerikanische Truppen waren es gewesen, die an der Westfront die Entscheidung gebracht hatten. In den kommenden Jahren liegt die Wacht am Rhein in den Händen der Amerikaner. Die Nachricht vom Waffenstillstand. Um 11 Uhr soll er in Kraft treten. Nur noch wenige Minuten, dann werden endlich die Waffen schweigen. Amerikaner und Franzosen feiern ausgelassen. Sie beerdigen die letzte deutsche Granate. Einen Blindgänger. Deutsche und Franzosen stehen sich an der Waffenstillstandslinie gegenüber, ohne aufeinander zu schießen. Grenzenlose Freude und Erleichterung, dass das Gemetzel nach 4 langen Jahren zu Ende ist. Das deutsche Heer wird in Berlin mit Jubel empfangen. Andere Truppenteile haben sich aufgelöst. Sie marschieren unter roten Fahnen und plündern. Arbeiter- und Soldatenräte proben die Revolution. Die Waffenstillstandsbedingungen legen fest, dass die alliierten Truppen ab dem 1. Dezember 1918 in das geräumte linksrheinische Gebiet vorrücken. Zur Sicherung der Rheinübergänge bei Köln, Koblenz und Mainz werden Brückenköpfe angelegt. Dahinter schließt sich eine neutrale, entmilitarisierte Zone an. Das Besatzungsgebiet der USA erstreckt sich linksrheinisch, zunächst entlang der Mosel zwischen Trier und Koblenz, umfasst den südlichen Hunsrück. Gebiete der Osteifel bis zur Ahr, rechtsrheinisch, Gebiete des Westerwaldes bis an die Lahn. Später wird das amerikanische Besatzungsgebiet deutlich verkleinert. In Koblenz liegt das Hauptquartier der anfangs 250.000 Mann starken 3. amerikanischen Armee, the Army of Occupation. Einmarsch der Amerikaner in ein unbekanntes Land. Sie erreichen Trier, einer der ersten Kontakte auf Reichsgebiet zwischen Amerikanern und Deutschen. Die Einwohner säumen die Straßen, schweigsam, aber neugierig, wie ein Reporter berichtet. Die preußischen Polizisten geben bereitwillig Auskunft. Ein Teil der Truppen folgt dem Lauf der Mosel. Ein anderer Teil marschiert durch den Hunsrück. Ihr Weg führt durch Simmern und Kirchberg. Bei Bacherach erreichen sie den Rhein. Das Ziel ist Koblenz. Oberbefehlshaber der amerikanischen Expeditionstruppen ist General John J. Pershing. Er hat seine Sporen in den Indianerkriegen auf Kuba und den Philippinen verdient. Er erlässt ein Fraternisierungsverbot. Amerikanischen Soldaten ist der Umgang mit Deutschen streng untersagt. Doch das geht an der Realität vorbei. Der Mainzer Historiker Kai Michael Sprenger beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der amerikanischen Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg. Eine Besatzung, die seltsamerweise fast völlig vergessen ist. Nun, man muss sich vorstellen, dass 250.000 Mann in dieser Zone einquartiert waren. Das war eine riesige Truppenstärke gegenüber einer Bevölkerung von ungefähr 1 Million. Die öffentlichen Gebäude, die man zur Einquartierung natürlich beschlagnahmte, reichten aber bei weitem nicht aus, sodass man zwangsläufig auch in Privathäusern, Privaträumen Truppen einquartieren musste. Und das ist natürlich im krassen Widerspruch zu dieser Anti-Fraternization Order, weil natürlich allein durch diese Einquartierung in Privaträumen, in Privathäusern es zwangsläufig zum Kontakt mit der Zivilbevölkerung kam. Dabei begegnen sich Männer, die noch kurz zuvor aufeinander geschossen haben. Der Gefreite Edward Inman wird bei einer deutschen Familie einquartiert, deren Sohn gerade aus dem Krieg zurückgekehrt ist. Er schreibt in sein Tagebuch: Wir essen zu Abend mit ihnen und reden über den Krieg ohne irgendwelche Hassgefühle, wenigstens von unserer Seite. Sie sind genauso froh darüber, dass der Krieg zu Ende ist wie wir.
Das Landeshauptarchiv in Koblenz hütet einen Schatz, die Tagebücher des Andernacher Archivars Stefan Weidenbach. Er berichtet sehr unvoreingenommen über die Jahre der Besatzung in Andernach. Seine ersten Eindrücke von den Amerikanern? Allgemein fiel es auf, wie die Offiziere mit den Mannschaften und umgekehrt so freundschaftlich verkehrten. Und doch schien gute Ordnung zu herrschen. Das Marschieren der Amerikaner war nicht so schneidig als das der Deutschen, das Reiten auf den Pferden viel bequemer, nicht so stramm. Viele meinten, es sei viel eleganter. Die Kleidung war proper, der kurze Mantel ebenso kaffeebraun wie der Anzug. Die Kopfbedeckung sah für viele komisch aus. Bei keinem fehlte der Revolver. Die Andernacher verhielten sich ruhig, staunten die Fremdlinge an. Aber die Jugend, sie war überall dabei, war schon mit vielen Amerikanern gut Freund, halfen, wo es anging, kletterten auf Wagen und Autos. Die Soldaten ließen es nicht nur geschehen, sondern sprachen und scherzten mit ihnen. Die Andernacher hören mit Schrecken, dass Soldaten in ihren Wohnhäusern einquartiert werden sollen. Doch die Angst ist meist unbegründet. Weidenbach schreibt, dass sich viele Amerikaner bald als Familienmitglieder fühlten und ihren Wirtsleuten auch zur Hand gingen. Dezember 1918. Nachdem die Okkupationsarmee sich in Koblenz gesammelt hat, ziehen endlose Trecks und Mannschaftskolonnen über die Schiffsbrücke, besetzen die Festung Ehrenbreitstein und den Brückenkopf auf der rechtsrheinischen Seite. Im Westerwald wird das Besatzungsgebiet durch große Tafeln markiert. Dahinter liegt die neutrale Zone. Das Betreten des Besatzungsgebietes ist nur mit Passierscheinen erlaubt. Rechts des Rheins halten die amerikanischen Besatzungstruppen oft Manöver ab. Mit scharfer Munition. Kai Michael Sprenger zu Besuch in Montabaur bei Wilfried Dickopf. Das Schicksal seines Vaters ist eng mit der amerikanischen Besatzung verknüpft. Herr Dickopf, das sind Splitter eines amerikanischen Revolverkanonengeschosses. Wie kommen die in den Besitz Ihrer Familie? Das ist das Ergebnis des Schicksalstages 31. Januar 1921. Mein Vater, 9,5 Jahre alt, findet in der Wiese, Grundstück seines Vaters, ein solches Geschoss. Als 9,5-Jähriger ist man neugierig, spielt wohl damit, klopft irgendwo dagegen, so die Berichte. Dann explodiert das Ding, verwundet ihn am Kopf, reißt ihm die linke Hand ab. Ja, und dann nahm sein Lebensschicksal seinen Lauf. Zeit seines Lebens ist er auf eine Unterarmprothese angewiesen. Er kann weder Dachdecker wie sein Vater werden noch Landwirt. Die Familie stellt Schadenersatzansprüche an die Besatzungsmacht. Doch die amerikanischen Stellen verweisen immer wieder auf deutsche Behörden. Erst ab 1927 erhält er eine kleine Rente vom Reich, ab 1947 eine Mini-Rente als Kriegsopfer. Er führte dann das Lebensmittelgeschäft seiner Mutter weiter. Der ständige Kampf um finanzielle Entschädigung füllt einen ganzen Aktenordner. Hat der Vater sich jemals über die Amerikaner beklagt oder sie verantwortlich gemacht? Es wurde grundsätzlich nicht so viel über diese Zeit erzählt, aber dass er gegen Amerikaner oder Amerika oder Soldaten in irgendeiner Form gewettert hat, war nicht der Fall. Und irgendwie, vielleicht durch einen amerikanischen Offizier, der den Unfall untersuchte, bekam sein Vater einen Softball, heute der vermutlich älteste in Deutschland. Generalmajor Henry T. Allen übernimmt im Juli 1919 das Kommando über die amerikanischen Besatzungsstreitkräfte. Er ist der richtige Mann am richtigen Ort, durchsetzungsstark und gebildet. Und er kennt Deutschland aus seiner Zeit als Militärattaché in Berlin. Die Amerikaner nutzen die Festung Ehrenbreitstein. Allen hatte sich für ihren Erhalt eingesetzt. Der Versailler Vertrag sah vor, dass alle Festungen am Rhein unbrauchbar gemacht werden sollen. In seinem Rheinland-Tagebuch berichtet Allen, er habe den französischen Oberbefehlshaber Marschall Foch davon überzeugen können, die Festung als Geschichtsdenkmal zu erhalten. Er hat zumindest stark dazu beigetragen, dass das Gibraltar des Nordens noch heute auf seinem Felsen thront.
Täglich schippern beschlagnahmte Ausflugsboote, beladen mit amerikanischen Soldaten, den Rhein rauf und runter. Sightseeing und Tanz gegen Langeweile. Von den Burgen, den Mythen und Legenden des Rheins haben viele Amerikaner natürlich gehört. Im Landeshauptarchiv finden sich Spuren der Freizeitaktivitäten der Soldaten wie Reiseführer in englischer Sprache. Diese touristische, kulturelle Annäherung an die Region, die spielt eine große Rolle und wurde dezidiert vom YMCA gefördert, der etwa auch beispielsweise dieses kleine Booklet hier veröffentlicht hat über die Attractions and Activities for American Soldiers at Andernach. Und hier wird dann aufgelistet, was die amerikanischen Soldaten in und um Andernach alles besichtigen und erfahren können. In jedem Fall war es ein Anliegen, eben das Land der Deutschen auch kulturell kennenzulernen. Das war vielleicht auch dadurch motiviert, dass natürlich bei den Besatzungstruppen auch einige darunter waren, die deutsche Vorfahren hatten. Und ich glaube, dieses Bemühen, das Land, in dem man jetzt als Besatzungsmacht auftritt, auch in seiner kulturellen Eigenheit zu verstehen und sich der Geschichte anzunähern, das war nicht nur eine Randnotiz, sondern war ein echtes Programm. Diese Ausflüge bieten eine willkommene Abwechslung vom täglichen Drill. Und doch sind die Soldaten frustriert. Sie wollen endlich nach Hause und haben deshalb wenig Sinn für den romantischen Rhein und seine Legenden. 1919 wird in den USA schrittweise die Prohibition eingeführt. Die Besatzungssoldaten sind junge Männer, die kaum Erfahrung mit Alkohol haben. An Rhein und Mosel gehört er zum täglichen Leben. Deshalb dürfen sie zu bestimmten Zeiten Wein und Bier genießen. Whisky oder Cognac aber sind streng verboten. Wenn ein Deutscher Wirt einem amerikanischen Soldaten Hochprozentiges verkauft, wird er hart bestraft. Spitzel wachen über die Einhaltung des Verbots. Doch für harte Dollars kriegen die Amerikaner alles. Am Zahltag gehen die Einheimischen besser in Deckung. Chronist Weidenbach berichtet aus Andernach. Als gestern Abend der Postschaffner Wagner vom Dienste heimkehrte, wurde er von 6 Amerikanern niedergeschlagen und misshandelt, sodass er bewusstlos liegen blieb. Solcher Überfälle sind jetzt fast wieder an der Tagesordnung. Als er heute auf der Kommandantur Entschädigungsansprüche stellte, wurde ihm wie immer bedeutet, er solle Namen des Täters nennen. Da er aber den Soldaten nicht kannte, so ist nichts zu machen. Hauke Petersen ist Doktorand der Geschichte und hat über die Kriminalstatistik in der amerikanischen Besatzungszone eine Masterarbeit geschrieben. Quellenmaterial darüber ist in Koblenzer Archiven reichlich vorhanden. Es herrscht allgemeiner Mangel, die Bevölkerung ist ausgehungert und versucht eben vor allem durch Diebstähle sich über Wasser zu halten. Das heißt, ihrer Not ein wenig zu entfliehen. Das ist so das Hauptmerkmal der deutschen Delikte, Diebstahl und zum Teil Raub. Bei den Amerikanern ist es Körperverletzung. Die sind hier die dominante Macht, die neue Ordnungsmacht, an die man sich zu halten hat. Und so geben die sich auch. Also die Körperverletzungsdelikte treten während dieser vierjährigen Besatzung fast täglich auf. Kai Michael Sprenger besucht einen amerikanischen Kollegen, der sich mit der Präsenz der Amerikaner in Deutschland auskennt. John Proven ist Historiker, hat in Deutschland promoviert. Zu den Besatzungen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg besitzt er die wohl größte Privatsammlung in Deutschland. Mein Vater war in der US Air Force, der war hier dreimal stationiert in Deutschland, Sembach, Kaiserslautern und Rhein-Main. Und ich war nur in den Staaten insgesamt 4 Jahre und deutsche Fräulein natürlich kennengelernt und bin hier hängen geblieben. Und als Historiker habe ich so schnell gemerkt, dass diese ganze Besatzungszeit eigentlich unterdokumentiert, repräsentiert, dass das eigentlich meine Bestimmung ist, quasi sowas anzufangen und zu machen. Ihm sind Gemeinsamkeiten der beiden amerikanischen Besatzungen aufgefallen. Die erste Besatzungszeit war sehr kurz. Es waren nur 4 Jahre. Und in diesen 4 Jahren haben wir eigentlich alles gehabt, wie es bei der großen Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Kalten Krieges, auch gegeben hat. Wir haben Sportveranstaltungen, wir haben unsere eigene Bäckereien, weil die deutschen Bäcker konnten keine Donuts produzieren. Und es gibt ein Foto zum Beispiel von einem Soldat, der so Süßigkeiten an so Kinder gibt.
Aber der Merkwürdige ist, das ist ein Ersten Weltkriegssoldat. Deshalb diese Szene, die in unser Gehirn so geprägt sind vom Zweiten Weltkrieg, der GI mit der Kaugummi oder Hershey's oder irgend sowas, das gab es alles schon beim Ersten Weltkrieg. Und das ist dieser Spiegel, finde ich so spannend. In seinem Keller lagert nur ein kleiner Teil der Sammlung zur amerikanischen Besatzung in Deutschland. Der Rest füllt inzwischen Bunker und Hallen. Seine Archivalien ersteigert er bei eBay oder fischt sie aus Containern, in denen die Amerikaner ihre Archive entsorgen. Dort findet er ganze Bibliotheken und Erinnerungsstücke. Ein Flohmarktfund aus den Staaten. Dieses seltene Panoramabild zeigt ein amerikanisches Manövercamp auf den Wiesen vor der Abtei Maria Lach. Hier prallen Welten aufeinander. Die Amerikaner haben im Kloster ein Lazarett eingerichtet und die Brüder müssen sich die Klosterküche mit den Amerikanern teilen. Die Annalen berichten, wie im Frühjahr des Jahres 1919 fast ununterbrochen der Kanonendonner im Tal dröhnt, dass amerikanische Granaten über das Kloster hinweg zischen und dem Wald großen Schaden anrichten. Wenn die Granaten im See detonieren, sterben die Fische und landen in den Pfannen der Amerikaner. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Der damalige Abt schrieb in seinen Erinnerungen: Ihre Sittenlosigkeit war für damalige Begriffe in unserer Gegend unerhört. Das ganze Dirnenvolk von Belgien war ins Rheinland geströmt, um sich dem amerikanischen Dollar dienstbar zu machen. Leider gab es aber auch viele deutsche Mädchen, die sich für Geld schöne Kleider und Pelze verkauften. Gelegentlich eines Manövers, das hier am See stattfand und bei dem etwa 2000 Mann mitwirkten, die in Zelten kampierten, konnte man an Sodoma und Gomorra denken. Prostitution ist eine fast zwangsläufige Folge jeder militärischen Besatzung. Die Not war groß und hier in Koblenz mit über 17.000 Mann Besatzung war natürlich ein gewisser Markt vorhanden. Zahlreiche junge Frauen kommen hier nach Koblenz. Es besteht Melde- und Passpflicht, die werden natürlich registriert. Und bei diesen Registrierungen wird natürlich auch darauf geachtet, welchem Beruf diese Damen nachgehen. Und gerade junge Damen mit einem mehr oder weniger ungeregelten Beruf wurden natürlich hier besonders ins Visier genommen. Und es wurde exakt Buch geführt, welchem Beruf sie nachgehen, wie der Leumund ist und vor allem auch, ob sie mit Amerikanern zusammen sind. Immer wieder taucht in den Akten auf, Leumund schlecht, weil mit Amerikaner im Tanzlokal, weil mit Amerikaner im Auto oder weil tatsächlich mit Amerikaner im Bett. Die lässigen, dollarschweren Amerikaner erscheinen vielen deutschen Mädchen als ein Ausweg aus der Not. Außerdem sind 40% der Männer ihrer Jahrgänge im Krieg gefallen, verstümmelt oder traumatisiert. Ob der Benimmunterricht unter Anleitung des YMCA Früchte getragen hat, wir wissen es nicht. Das Fraternisierungsverbot wird 1919 aufgehoben. Daraufhin werden allein in Koblenz 1200 deutsch-amerikanische Ehen geschlossen. Das Heiratsregister der Stadt. Die Folge? Viele Henrys und Williams in den Geburtenregistern. In den Akten tauchen aber auch über 1800 uneheliche Amerikanerkinder in der gesamten amerikanischen Zone auf. Die Dunkelziffer liegt aber sicher bedeutend höher. Auch in Andernach wird über amerikanisch-deutsche Ehen Buch geführt. Und hier sind über 100 Eheschließungen verzeichnet, darunter auch die eines gewissen Heinrich Bukowski, der eine gewisse Katharina Fett heiratet im Jahr 1920. Und das ist der Vater von dem amerikanischen Schriftsteller Charles Bukowski. Juni 1919. Im Versailler Schloss unterzeichnet Deutschland unter Protest den Versailler Friedensvertrag. Er bürdet der jungen Republik schwerste Lasten auf. Auch die Amerikaner unterzeichnen, obwohl sie immer für einen Ausgleichs- und Versöhnungsfrieden plädiert hatten. Der amerikanische Senat hält die Vertragsbedingungen aber für so unverhältnismäßig hart, dass er den Vertrag nie ratifiziert. So könne in Europa keine Friedensordnung aussehen. Monta Bauer liegt am nördlichen Ende der amerikanischen Besatzungszone. Auch dort soll man schnell vom Friedensschluss erfahren.
Und um diese frohe Nachricht auch in entlegenen Gebieten der Besatzungszone zu verkünden, flogen zwei US-Piloten mit einer Sonderausgabe der amerikanischen Zeitung AMROC News über diesen Friedensschluss über die Zone und warfen 40.000 Exemplare dieser Sonderausgabe ab. Bei dieser Peace Messenger Mission, bei dieser Friedensverkündungsmission, stürzte Captain Walter Schulz hier ab und starb kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Schulze war wohl der letzte amerikanische Gefallene des Ersten Weltkriegs. In der Nähe der Absturzstelle erinnert heute ein kleines Denkmal an den Friedenspiloten. Genau 100 Jahre später erinnerten die Montabaurer an den Friedensboten mit einer Feier und dem Abwurf von Nachdrucken der Soldatenzeitung von damals. Ab dem Sommer 1919 wird der Großteil der 250.000 Mann starken Besatzungsarmee in die Heimat zurückbeordert. General Pershing verabschiedet sie mit einer Parade bei Trier. Nur 18.000 Mann bleiben in der geschrumpften amerikanischen Besatzungszone. Manöver und der übliche Drill sind nicht die einzigen Mittel, um die Truppe auf Trab zu halten. Sport spielt eine große Rolle in der Beschäftigungstherapie, wenn man das so sagen möchte, der Truppen. Sport in jeglicher Ausprägung, Basketball, Baseball, Football, Leichtathletik. Es werden regelmäßig größere Sportwettkämpfe, Veranstaltungen durchgeführt. Und zwar nicht nur in der Zone selbst, sondern auch für die ganze Armee. Da gab es auch interalliierte Wettkämpfe. Also man maß sich auch mit den Franzosen und den Belgiern und den Briten in verschiedenen Sportdisziplinen. Da waren die schon ganz gut beschäftigt. In Neuwied fand im Mai 1919 ein wichtiges Baseballspiel statt. Man kann sagen, es war ein Endspiel der amerikanischen Armeemeisterschaft. Aber man muss sagen, dass in diesem Spiel natürlich einige Profispieler engagiert waren. Und dieses Spiel in der amerikanischen Presse, Stars and Stripes, mit einer Bildunterschrift versehen wird, das ist die Einführung des Baseballsports in Germany. Ohnehin spielt Baseball auf einer anderen Ebene noch eine große Rolle. In Koblenz wird 1919 die erste Baseball-Schiedsrichterschule eröffnet und dafür fliegt man einen Baseball-Profi aus den Staaten ein, der dann hier diese Baseball-Schiedsrichterschule einrichtet und die hat auch entsprechend Zulauf. Koblenz, Oberwerth, April 1919. Die Third Army feiert ihre Version des rheinischen Karnevals. Mehrere Tage dauert dieses große Spektakel aus Umzügen, Varieté und Sportwettkämpfen. Horse-Shows mit Wildwest-Einlagen. So wie hier in Montabaur, in Neuwied und anderen Orten, erlebt das staunende deutsche Publikum eine Leistungsschau der Armee mit humoristischem Rahmenprogramm. Für diese und andere Veranstaltungen bauen die Amerikaner dauerhaft Plätze aus. Das heutige Stadion Oberwerth geht auf die Amerikaner zurück. Jazz auf der Reichsburg Cochem. Der Kulturimport, den wir aus den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg kennen, findet so ähnlich schon in der ersten Besatzung statt. In Koblenz gibt es eine Donutbäckerei. Und das Symbol des amerikanischen Kulturtransfers Coca-Cola. Und tatsächlich, damals existiert ein Vertrieb in Koblenz. Generalmajor Henry T. Allen kommandiert von Koblenz aus die verbliebenen amerikanischen Besatzungstruppen. Zeitgenossen rühmen sein diplomatisches Geschick. Er ist ein Mann des Ausgleichs und macht keinen Hehl daraus, dass er die harte Haltung Frankreichs als Hindernis für einen echten Frieden betrachtet. In seinem Rheinland-Tagebuch schreibt er: Die größte in Frankreich herrschende Wahnvorstellung besteht in der dauernden Angst Frankreichs vor Deutschland und in dem Gefühl, dass es nötig ist, den Erbfeind schwach zu halten. Verträge bringen keinen Frieden zuwege. Wichtig ist dabei, dass die Amerikaner von Anfang an, das merkt man in ganz vielen Schriftstücken und Quellen, den Anspruch hatten, nicht unbedingt als hartherzige Sieger aufzutreten, sondern von Anfang an den Anspruch hatten, auch on good terms zu kommen mit der deutschen Administration, aber auch mit der deutschen Bevölkerung. Das ist, glaube ich, ein Wesenszug der amerikanischen Besatzung. Die
Die Versorgungslage der deutschen Bevölkerung ist angespannt. Es mangelt an allem. Lebensmittel sind so knapp, dass es amerikanischen Soldaten verboten ist, sie den Deutschen abzukaufen. General Allen ist ein Menschenfreund. Im Stillen unterstützt er karitative Aktivitäten. Besonders die Not der Kinder will Allen lindern. Allein in Koblenz erhalten täglich 2400 unterernährte Kinder eine warme Mahlzeit. In der gesamten amerikanischen Besatzungszone sind es 7600 Kinder, die mit Lebensmittelspenden amerikanischer Hilfsorganisationen und der United States Food Administration durchgefüttert werden. Weihnachtsbescherung auf dem Koblenzer Clemensplatz für die 500 ärmsten Kinder der Stadt. Diesmal hat jeder Angehörige der Luftstreitkräfte 200 Mark gespendet, um den Kindern eine Freude zu machen. Die Tüten enthalten nicht nur Süßigkeiten, sondern auch warme Winterwäsche. Es wird berichtet, dass in diesen Tagen die Kinder sehr schnell Englisch lernen, was die wenigsten Erwachsenen sprechen. Bescherung im Stadtteil Lützel. Diese Hilfen sind dringend nötig und die Koblenzer sind dankbar dafür. Das sind die angenehmeren Termine Erlens. Ansonsten muss er die Begehrlichkeiten der Franzosen abwehren, die ohne Erlaubnis der Amerikaner in deren Besatzungsgebiet eindringen. Sie wollen den ganzen Rhein. Allen weist sie in die Schranken, höflich, aber bestimmt. In seinem Einflussbereich unterbindet er auch die Agitation politischer Extremisten. Die USA und Deutschland schließen im August 1921 einen Separatfrieden. Dieser Berliner Vertrag beendet den Kriegszustand. Die Amerikaner brauchen Deutschland als stabilisierenden Faktor und Bollwerk gegen den Bolschewismus. Der US-Senat beschließt, die verbliebenen Besatzungstruppen heimzuholen, zu einer Zeit, als die Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich wieder zunehmen. Im Januar 1923 verlassen die letzten amerikanischen Einheiten Koblenz. Auf der Festung Ehrenbreitstein wird in einer feierlichen Zeremonie das Sternenbanner eingeholt und die Trikolore gehisst. Nun marschieren französische Truppen ein. Vor deren harter Besatzung fürchten sich die Menschen hier. Welche Folgen hatte die erste amerikanische Besatzung in Deutschland? Wichtig ist, dass die Amerikaner die Lehre daraus gezogen haben, dass man sich auch als Sieger so gerieren muss, dass man den Frieden gewinnt. An einer Person kann man das auch sehr gut festmachen, wie die Amerikaner ihre Lehren aus dieser Besatzungsphase gezogen haben. George Marshall, der natürlich in der deutschen Erinnerungskultur für den Marshallplan, also den Wiederaufbauplan nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt und berühmt geworden ist, dem verdanken wir sehr viel. Aber Marshall war bereits 1919 als Adjutant von General Pershing an den Rhein in die amerikanische Besatzungszone gekommen. Und ich glaube schon, dass da eine direkte Linie besteht zwischen den Erfahrungen 1918 bis 1923 und dem, was die Amerikaner dann als Wiederbesatzer, kann man sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland praktizieren. Warum ist diese prägende erste amerikanische Besatzung so in Vergessenheit geraten? Es liegt wohl daran, dass die längere und härtere französische Besatzungszeit die amerikanische in der kollektiven Erinnerung überlagert hat. Erst recht, der Zweite Weltkrieg. Es war das erste Mal, dass die USA in die Geschicke des europäischen Kontinents eingriffen. Die immer wieder beschworene deutsch-amerikanische Freundschaft, eigentlich begann sie vor 100 Jahren hier am Rhein. Als der deutsche Reichskommissar für die besetzten Gebiete sich von General Allen verabschiedete, sagte er, die Amerikaner seien als Feinde gekommen und schieden als Freunde. Allen meinte, das wäre in der Geschichte ein seltener Fall. Ein Gedenkstein an einem Aussichtspunkt oberhalb von Bad Hönningen, am westlichsten Punkt der amerikanischen Besatzungszone. Die dort stationierte Marines-Einheit hat ihn hinterlassen. Die kurze Zeit, in der die Amerikaner hier die Wacht am Rhein hielten, ist ein Beweis dafür, dass Versöhnung möglich ist.